Da ist die Freundin und ich bin gerade mal wieder bei der Freundin. Willkommen zum neuen Vlog. Wir drehen gerade Feuerwerksvideos, so mit mehr oder weniger Erfolg. Wir haben eine riesen lila Wolke gebaut. Wir gehen jetzt lecker Mittagessen. Wohin? Im Dom. Nein, auch nach Indien. Das wieder. Und ich war schon ganz traurig, weil ich es nicht gefunden habe. Und jetzt wollte ich gerade diesen Pullover zusammenlegen. Und da war das da so in diesem Ärmel drin. Jetzt bin ich glücklich. Taucht alles wieder auf. Es ging nämlich um die guten Panda-Socken. Heute ist Samstag, gestern kam mein neues Spielzeug und damit werde ich jetzt das Fleisch schneiden, denn heute gibt es mal wieder was Leckeres aus dem Dutch Ofen. Ich habe jetzt eine Soße angemischt, das ist Senf, brauner Zucker, Knoblauch, Paprika, Cayennepfeffer und ein bisschen Öl. Und das wird jetzt mit dem Fleisch verrieben. Nächster Schritt, ich habe jetzt hier meinen Topf, den lege ich jetzt aus mit Schinken und Speck und danach stapel ich Fleisch und Zwiebeln in den Topf. Allerdings stelle ich es diesmal nicht so hochkant, weil das nur kleine Fleischstücken sind, das war ein kleiner Kamm, sondern schichte das schön Schicht für Schicht. Und jetzt füllen wir den Topf schön langsam mit einem bisschen Bier auf. In dem Fall ein dunkles Kellerbier. Ich mache jetzt gerade ein kleines Kohlefeuer. Aus dem einfachen Grund, diese Briketts, die hier noch übrig waren und die mal verbraucht werden sollten, sind scheiße. Die fangen gar nicht richtig an zu glühen. Ich hoffe, ich kann da jetzt mit ein bisschen guter Holzkohle nachhelfen. Und ansonsten wird das hier ganz klassisch mit Kohle und Feuer gemacht. Bin gespannt. Und da kommt eine Miezekatze. Hallo Miezekatze. Willst du auch mal gucken, was ich hier mache? Ja, dass du daran riechst, ist mir klar. Wenn ihr das riechen könntet hier. Aber ich kenne noch jemand. Du kannst es auch riechen, gell? Schauen wir mal rein. Jetzt Zwischenfazit nach ungefähr 3 Stunden. Das sieht schon sehr gut aus. Es ist ganz dezent stürmisch hier draußen, aber der Dutch Ofen ist noch an. Das funktioniert, das wird gut. Es ist dezent windig. Ich gehe ja auch mal in Deckung. Hallöchen, hier bin ich. Ich habe mich jetzt eine ganze Zeit lang nicht gemeldet,
Das lag einfach daran. Es gab viel Veränderungen bei uns. Wir haben endlich eine neue Gastherme bekommen, nachdem die alte ständig ausgefallen ist. Und wir haben es jetzt mittlerweile gefühlt Mitte November und die Nächte sind gefühlt unter 0 Grad. Also irgendwann sollte dann auch mal eine Heizung da sein. Ja, ansonsten war ich gerade einkaufen, denn heute gibt es mal einen Seven vs. Wild Abend und eine Lasagne dazu. Und es gab gestern keine Lasagneplatten. Und da war ich jetzt noch einkaufen und dann eine ganz lustige Geschichte. Krieg gerade von meiner Freundin eine Nachricht. Hast du von meiner Mutti den 5-Euro-Coupon eingelöst? Ich habe jetzt kurz nachgeguckt. Hab ich. Das war nicht geplant. Also Payback-Punkte. Ich wollte eigentlich nur das Zeug für die Lasagne kaufen. Aber wie es so ist, habe noch ein paar andere Sachen gefunden. Hatte vorher meine ganzen Coupons aktiviert. Stehe an der Kasse und freue mich noch. Oh, cool. Gab anscheinend Rabatt irgendwo drauf, wie auch immer. Das ist aber günstig und jetzt gerade kriege ich die Nachricht. Ich habe den Coupon, ja, genutzt. Und jetzt geht's ans Kochen. Ich habe endlich meinen Schrank wieder aufgebaut. Da steht das Handy jetzt gerade, um mich zu filmen. Weil ich musste meinen ganzen Schrank abbauen, den wieder aufbauen, damit da irgendwie dahinter an die Module gegangen werden kann für die Heizungsanlage. Es war nur Chaos. Nur Chaos, sage ich euch. Jetzt sieht es drüben im Büro noch aus wie auf dem Schlachtfeld, weil jetzt langsam alles wieder hier rüberkommt und eingeräumt wird. Ich freue mich heute Abend auf einen entspannten Abend und mache mich jetzt an Lasagne machen. Ich habe Michel versprochen, dass ich von gestern berichte. Ich war mit meiner Mutti einkaufen und sie hatte vergessen, den Pfandbeutel, also den Beutel mit den Pfandflaschen, als wir einkaufen gegangen sind, mit reinzunehmen. Und deswegen ist sie quasi nach dem Einkauf nochmal reingegangen, um die Pfandflaschen loszuwerden und nicht wieder mit nach Hause zu nehmen. Ich habe in der Zeit unsere Einkäufe vom Einkaufswagen in Beutel geräumt und in den Kofferraum getan. Und währenddessen wurde ich von einem Mann angesprochen, auf Englisch. Und er hat mir gezeigt, also er ist von einer Band aus Estland und hat mir seine CDs gezeigt. Und dass sie ja so Rock und Metal machen und so. Und hat mir auch ein Lied vorgespielt und dann haben wir uns halt so ein bisschen unterhalten. Und er wollte irgendwie, was ich schon vermutet habe, weshalb ich auch gesagt habe, ist auf Englisch logischerweise gesagt haben, willst du euch eine CD kaufen, oder? Jetzt hat mir Michel geschrieben, deine CD-Verkäufer stehen heute auf dem Anger. Wusste doch, dass mir das irgendwie bekannt vorkommt. Gut, also hat damit Michel sich gespoilert, ohne diesen Vlog schneiden zu müssen dafür. Jetzt hat er mich komplett aus dem Konzept gebracht. Jedenfalls sagte er dann, dass das neueste Album ein Zehner kostet, wobei mich ein anderes Album mehr interessiert hat, von dem er sagte, dass das mehr so Richtung Classic Rock gehen würde. Jedenfalls sagte er allerdings, dass dies die andere nur zusammen für 50 Euro gibt. Ich dachte, willst du mich verarschen? Und ich so, naja, komm, let's give it a try. Hast einen Zehner, gib mir die CD. Hab die dann mit nach Hause genommen, hab Radio eingelegt in das CD-Dings und dachte mir, oh, das ist aber viel Rumgeschreie. Die wird wohl meine Cousine bekommen, die CD, in der Hoffnung, dass sie damit was anfangen kann. Jedenfalls habe ich dann gegoogelt, das so, das ist übrigens die CD California Condor gegoogelt, die es wohl angeblich seit 2021 gibt. Ja, davor hießen sie anders und davor hießen sie nochmal anders und theoretisch gibt sie seit 2007. Aber irgendwie in immer anderer Zusammensetzung. Kein Mensch weiß, welche Mitglieder diese Band aktuell hat. Also laut Internet ist es einfach deren Masche, dass sie irgendwelche CDs verkaufen. Illegaler Straßenverkauf wahrscheinlich. Naja, ich habe eine CD. Ich finde, so richtig Betrug ist es nicht, weil ich habe Geld ausgegeben für eine CD mit Musik drauf. Ich habe eine CD mit Musik drauf bekommen. Aber wie gesagt, kein Mensch weiß, ob diese Band wirklich so existiert. Ist es Musik drauf? Ist es Rumgeschrei drauf? Ich hoffe, meine Cousine kann damit was anfangen. Ja, ich möchte euch nur mal kurz was zeigen. Ich habe hier jetzt ein Paket, da gibt es ein neues Unboxing auf dem Real-Life-Kanal. Da sind einige Feuerwerksartikel drin. Aber ich heiße nicht Michael. Ich heiße immer noch Michel. Das ist echt so ein Riesenproblem. Ich habe auch schon AOK-Karten geschickt bekommen mit Michael drauf. Aber es ist angekommen. Das ist das Wichtigste. Um Michel zu zitieren,
kleines Update für den Wiki-Vlog. Ich stehe hier draußen. Es ist ziemlich kalt und windig und ich weiß auch nicht, ob man mich überhaupt hört. Ich habe eine Regenjacke an und ich habe mein kleines Taschenmesser dabei. Und wenn ihr wissen wollt, warum, ich weiß es zu dem Zeitpunkt noch nicht, warum ich diese Aufnahmen machen soll, ist hoffentlich da oben das Video vom Outdoor-Kanal verlinkt. Mein Vorschlag war nämlich einfach nur, mach doch mal ein Video, was man bei blödem Wetter draußen machen kann. Ist ja auch irgendwie passend für den Outdoor-Kanal. Und das hat er umgesetzt und ich sollte ein bisschen B-Roll aufnehmen. Mal gucken, wie es aussieht am Ende. Hallöchen, heute aus den schönen Jena mal wieder. Ich bin in pyrotechnischer Mission unterwegs und im Adventskalender-Modus. Heute Vormittag war relativ unspektakulär. Ich habe mal wieder Lerngruppe gehabt. Und jetzt habe ich mir einfach die Zeit genommen, bin in den Zug gesprungen. Ja, und will mal noch ein paar schöne Sachen für Silvester holen. Im Übrigen für alle, die das nicht wissen, ich hole F1 und P1. Beide Artikelarten sind ganzjährig verfügbar, kaufe also kein Silvesterfeuerwerk ein, weil es ist ja noch November und Pyrotechnik darf nur an den letzten 3 Tagen im Jahr verkauft werden. Stärkung nach einer erfolgreichen Einkaufstour. Ich bin auf dem Rückweg. Ich war erfolgreich. Es war auf jeden Fall sehr, sehr voll. Deswegen habe ich nicht allzu viel gefilmt. Was ich euch aber sagen kann, ich habe coole Produkte gekauft. Die werde ich euch aber nicht zeigen, denn ihr könnt schön den Abo-Knopf drücken und dann seht ihr das demnächst in den nächsten Wochen in den Videos. Moin, für mich geht's jetzt los in ein neues Outdoor-Abenteuer. Das Video zu unserem Outdoor-Abenteuer könnt ihr in den nächsten Wochen auf unserem Outdoor-Kanal sehen. Das war's für diese Woche mit dem Vlog. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Zur Zeit der Aufnahme habe ich auch absolut keine Ahnung, wofür das überhaupt ist. Michi hat mich nur gefragt, Kanal für den, Video für den, Thumbnail. Können wir das löschen?